Bastelfreunde, schön, dass ihr wieder da seid und mit mir gemeinsam was Neues zu basteln. Für die heutige Bastelaktion benötigt ihr einen ausgewaschenen Milchkarton, verschiedene bunte Filzer, Tesafilm, Klebstoff, verschiedene Scheren, eine Bastelschere, eine kleine spitze Schere, verschiedene Stifte. Ich habe mir einen Bleistift mitgebracht und einen dünnen schwarzen Stift. Ihr braucht ein Lineal. Ihr braucht Butterbrotpapier, das ist so ein bisschen durchsichtig und transparent. Und ihr braucht zweimal weißes Papier und ihr braucht batteriebetriebene Teelichter. Ja, jetzt seid ihr bestimmt neugierig, was basteln wir denn heute? Ich habe euch heute einen Pinguin mitgebracht. Den habe ich rundherum gestaltet. Der kann sofort dann loswascheln. Ja, und das Besondere an diesem Pinguin ist, dass er auch im Dunkeln leuchtet. Und damit er im Dunkeln leuchtet, habe ich sein Innenteil herausgeschnitten und mit dem Butterbrotpapier beklebt. Ja, und damit du die Lichter auch hineinstellen kannst in den Pinguin, habe ich raffinierterweise sein Schwänzchen aufgeschnitten und hochgeklappt. Und dann kannst du dort einfach diese Teelichter hineinstellen und dann leuchtet er im Dunkeln. Und wie er im Dunkeln leuchtet, das zeige ich dir jetzt. Hier siehst du, wie der Pinguin im Dunkeln wunderschön leuchtet. Und somit ist dieser Pinguin wie immer bei Tag und bei Nacht der absolute Hingucker und sieht zu jeder Tageszeit einfach gut aus. Na dann, lasst uns doch einfach mal loslegen. Als erstes nehmen wir unseren Milchkarton und klappen ihn hier an den Seiten hoch, die Laschen, nehmen uns unser weißes Papier und legen unseren Milchkarton hinauf, ziehen das weiße Papier rüber und fixieren ihn, dieses Papier, als erstes erstmal mit Tesafilm, damit es erstmal hält. Also schön Tesafilm nehmen und erstmal schön rankleben. So, dann nehmen wir unseren Kleber, drehen unseren Milchkarton zurück und müssen jetzt erstmal den ganzen Milchkarton schön mit Kleber bestreichen. Und dann einfach schön rumdrehen und randrücken. Und weiter geht's mit dem Kleber. Immer schön den Klebstoff drauf machen. So. Und dann wieder schön rumdrehen, randrücken. Und so muss es rundherum weitergehen. Immer schön Kleber ranmachen. So, dass das weiße Papier schön an den Milchkarton haftet. So. Weiter geht's mit dem Kleber. So. Schön ranmachen den Kleber, rumdrehen und schön randrücken. So, und dann noch das letzte Stück. Auch wieder schön Kleber ranmachen und schön randrücken. So, und wenn wir das haben, haben wir hier unten noch einen Papierrest. Den schneiden wir bitte im ganzen Stück ab. Denn daraus ergibt sich ein Streifen, den wir noch gut gebrauchen können. Also, schön abschneiden und herum. So. Und diesen Streifen kleben wir genau hier auf die Mitte rauf. Also wieder unseren Kleber nehmen und schön ran und rauf kleben unseren Streifen. So. Und dann den Rest einfach hier unten abschneiden. So, dann müssen wir unseren Milchkarton hier hochziehen und etwas runterdrücken, so dass er noch gut stehen kann, so ungefähr. Und dann müssen wir hier oben das Plastikteil erstmal runter und glatt schneiden. Dafür nehmen wir unsere Schere und einfach vorsichtig abschneiden. Das geht eigentlich ganz gut, weil das Plastik nicht so hart ist. Einfach schön abschneiden, damit es relativ schön glatt und platt ist. So, dann sieht es so aus. Und jetzt bekleben wir den letzten Teil des Milchkartons auch noch mit Papier. Dafür nehmen wir uns wieder Papier und drehen es uns erstmal auf diese Seite und nehmen uns wieder unseren Kleber und machen erstmal wieder schön Kleber überall rauf. So, und wenn wir das gemacht haben,
Dann nehmen wir wieder unser weißes Papier und legen es einfach schön mittig rauf. So, drücken es schön fest. Und das, was dann zu viel ist, drücken wir einfach schön rüber und falten es hier schön fest. So. Und dann müssen wir einfach mal messen, wie viel Papier brauchen wir noch. So viel, wie wir brauchen. Und den Rest knicken wir uns einfach zurück. Und dann schneiden wir einfach das Papier, was zu viel ist, einfach bitte ab. So, einfach die Schere nehmen und schön abschneiden. So, und dann haben wir noch diesen Rest. Und diesen müssen wir jetzt bitte auch einfach hier festkleben. Einfach wieder schön Kleber nehmen. So, und einfach das Papier hier wieder schön raufdrücken. So, und das, was hier zu viel ist, das schneiden wir einfach ab. So, Schere nehmen und einfach abschneiden. So. Und dann ist unser Milchkarton rundherum schön beklebt. Ja, dann legen wir uns unseren Milchkarton einfach vor uns hin. Und zwar gucken wir, wo unser Verschluss ist. Den können wir ja fühlen. Der kommt auf die Rückseite. Und somit legen wir uns das erstmal einfach vor uns so hin. So, wir nehmen dann unseren Stift und werden jetzt den Pinguin hier drauf gestalten. Dafür brauchen wir auch noch unser Lineal, weil wir müssen heute ganz viel messen. So, und zwar fangen wir hier oben mit dem Kopf an. Und wir müssen erstmal von den Ecken aus, und zwar diese Ecken aus, 5 cm messen und uns dort erstmal ein Zeichen machen. Also du legst dein Lineal rauf und machst dir bei 5 cm erstmal ein Zeichen. Dann nimmst du wieder dein Lineal auf die andere Seite und machst auch wieder 5 cm. Und dann hast du oben 2 Punkte. Ich zeige es dir mal. So, ja. 2 Punkte, 5 cm, 5 cm. Das ist sozusagen der Kopf hier oben, dass es schön zusammenhält. So, jetzt müssen wir weiter an die Rundung gehen. Ja, wir müssen jetzt hier runter. Und dafür habe ich, messe ich das hier mal. Das sind bei mir sozusagen 4 cm müssen wir jetzt runterziehen von Ecke zu Ecke. Also du legst an die Ecke wieder dein Lineal ran, nimmst deinen Stift und misst hier wieder runter 4 cm. Und das machst du auf beiden Seiten. 4 cm. So, hast du wieder die Punkte. Jetzt hast du hier runter 4 cm, 4 cm. Und jetzt kannst du diese zwei Punkte mit so einer halbrunden Kreis miteinander einfach verbinden. Du nimmst deinen Stift und verbindest einfach die Punkte miteinander, um diesen Pinguinkopf zu bekommen, ja? So, zeig dir das gleich. Verbindest einfach diese beiden Punkte miteinander und hast schon den oberen Teil des Pinguinkopfes. So, jetzt müssen wir, hier muss es zusammenbleiben und dieser Abstand ist erstmal 2,5 cm. Also du arbeitest jetzt genau weiter von dem nächsten Punkt, den du hast, von dem einen Punkt und machst dir dort 2,5 und dort machst du dir wieder einen Punkt, ja? Also von diesem Punkt zu diesem Punkt 2,5 und das machst du auf der anderen Seite genauso. Weil da muss das immer alles noch zusammenbleiben, da dürfen wir nicht so viel aufschneiden. Gut, und das bleibt ja erstmal so und jetzt müssen wir sozusagen am Kopf weiterarbeiten. Also wir müssen ein bisschen wieder halb rein und halb raus. Und der Abstand von hier bis zum Flügel beträgt 6 cm. Und das machen wir erstmal wieder. Wieder von diesem einen letzten Punkt an, legen wir unser Lineal an und markieren uns 6 cm. Ja? Und das auf beiden Seiten wieder 6 cm. So. Und jetzt haben wir von hier nach da 6 cm. Das ist hier genau dieser Zwischenraum, den wir haben. Ja? Und dann in diesem Zwischenraum legen wir nochmal unser Lineal an und machen jetzt bei 3,5 uns einen Punkt auf jeder Seite. 3,5. Ja. So.
Ja, auf dieser Linie nochmal, das ist ja die 6 cm, 3,5 machen wir uns jetzt. Und dann müssen wir sozusagen mit 2, und von diesem Punkt an, den wir uns jetzt gerade gemacht haben, legen wir unser Lineal an und messen uns jetzt 2,5 cm rüber. Das auf beiden Seiten, das zeige ich gleich. So. Und das auf beiden Seiten. So. Ja, also wir haben jetzt hier die 3,5, legen dort unser Lineal an und machen 2,5. 3,5, 2,5. Und dann haben wir sozusagen den Innenpunkt, um damit unseren Kopf weiter zu malen. So, das heißt, wir fangen jetzt hier an und machen mit einem Halbkreis, verbinden wir das einfach. Das zeige ich hier einfach mal. Ich setze hier an und verbinde einfach. So, und dann ist der Kopf hier schon fertig. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Ja, von Punkt zu Punkt so einen Halbkreis machen. Und somit ist der Kopf vom Pinguin schon gestaltet. So, und dann haben wir ja den Innenpunkt und wir haben ja schon einen Außenpunkt. Und das verbinden wir auch wieder mit einem Halbkreis nach außen. Das zeige ich einfach nochmal. Einfach verbinden. Und das auf beiden Seiten, bis wir dann zum Flügel schon kommen. So, ja? Von der Mitte bin ich jetzt zu dem Außenpunkt weitergegangen. Ja? Und jetzt sind wir sozusagen hier schon am Flügel. Und der Flügel hat wieder, damit er zusammenhält, 2 cm. Das heißt, von diesem Punkt an, wo wir jetzt sind, machen wir uns wieder den nächsten Punkt 2 cm. 2 cm. Und das auf beiden Seiten wieder 2 cm. Ja? Dann haben wir hier wieder, dass die Flügel zusammenhalten, 2 cm. So, dann müssen wir an dem Milchkarton von hier unten nochmal weiterarbeiten. Und zwar von hier unten messen wir uns jetzt nochmal. Hier ist immer so ein Strich, so eine Kante vom Milchkarton. Daran kann man sich gut orientieren. Und von unten messen wir einfach uns nochmal jetzt 5 cm. Und das auf beiden Seiten. Zeige ich gleich. 5 cm. Also von hier unten messen wir uns jetzt 5 cm, 5 cm und haben jetzt hier einen Punkt. Und von dort aus können wir nämlich gut weiter an den Flügeln arbeiten. Die müssen wir jetzt verbinden. So, jetzt haben wir diesen Punkt und müssen jetzt von diesem Punkt, das wird ja hier so ein bisschen bäulig, der Karton, da ziehen wir einfach mal schräg runter den Flügel. Und das auf beiden Seiten. Ich zeige das gleich mal. Ja, wir haben jetzt diesen Punkt, 5 cm, und da machen wir einfach so schräg runter einfach. Ja? Und wenn wir denn hier sind, haben wir ja oben noch von den Flügeln unsere Punkte und die verbinden wir einfach miteinander schräg runter. So. Und das auf beiden Seiten. Einfach miteinander schön verbinden. So. Ja, ich habe das jetzt einfach alles schön miteinander verbunden. Ja, und dann sind wir erstmal soweit fertig. Das heißt, wir können natürlich noch hier unten erstmal den Körper nochmal miteinander verbinden. Das heißt, wir haben jetzt die Flügelpunkte hier und da verbinden wir einfach unseren Pinguin miteinander. Ja, und da entsteht dann der Körper. Und da kannst du dir dann natürlich auch noch die Füße von deinem Pinguin dann schön mit drauf malen. So ein bisschen ovalmäßig ist es bei mir. Ja? Dann malst du dir einfach hier noch die Füße vom Pinguin mit drauf. Ja, und dann sind wir erstmal so weit fertig, dass wir erstmal den Pinguin ausschneiden werden. Wir nehmen jetzt erstmal unsere Schere und fangen hier oben einfach mal an. Einfach ansetzen und schön abschneiden einfach. Einfach immer schön den Linien folgend, ja? Und dann sieht es einfach schon so schön aus hier oben, ja? Es hält schön zusammen. Und dann einfach schön weiter
alles hier rausschneiden. Die sind immer so wie kleine Dreiecke. Da sollte man immer frisch ansetzen mit der Schere so und von der anderen Seite wieder schön zurückschneiden. So, und dann sieht das schon so aus. Und dann einfach weiter. Jetzt muss man ein bisschen mit dem Flügel gucken. Ist ein bisschen schwierig vielleicht mit der Schere. Muss man mal so ein bisschen gucken. Ein bisschen drücken, weil er unten recht fest ist, der Karton. Ja? Einfach mal gucken. Und dann zur anderen Seite folgend aufschneiden. Vielleicht nehmen wir gleich mal unsere kleine Schere. Da kommen wir besser mit rein. So, erstmal so weit wir mit der großen kommen. So. Und dann kann man das ja vielleicht erstmal hier abschneiden, damit wir weiterkommen. So würde ich dir es empfehlen. Du schneidest das hier erstmal ab. So, dann stört es uns nicht mehr. Und dann, glaube ich, kommen wir auch ganz gut mit unserer großen Schere weiter. Können wir einfach so abschneiden. So, hier habe ich noch ein Stück. Einfach nochmal nehmen. Man muss mal so ein bisschen wursteln. Ja? Und hier genauso muss ich nochmal zurückschneiden, wo der Flügel ist. Einfach die Schere nehmen und schön drücken. So. So, und wenn man das so weit hat, dann einfach ein bisschen auseinanderklappen und dann das Innenteil einfach ein bisschen reindrücken, damit hier der Flügel schön zur Geltung kommt. Ja, hier einfach nehmen und schön eindrücken. Und dann sieht man schon ganz gut den Pinguin. Ja. Genau. So, und dann ist jetzt ja wichtig, dass wir sozusagen das Innenteil nochmal rausschneiden, also den Bauch und den Kopf von dem Pinguin, ja? Dafür müssen wir jetzt einfach ein bisschen parallel dazu arbeiten. Das heißt, wir suchen uns erstmal einen Punkt für den Kopf. Ich messe das einfach mal so ein bisschen von der Mitte. Sind es auch wieder so fast 5 cm. Du guckst einfach ein bisschen, wo ist hier so deine Mitte? Und machst dir mal so einen kleinen Punkt ungefähr in die Mitte, also bei 5 cm. So. Ja, also ich habe mir jetzt hier so einen Punkt 5 cm mal ein bisschen gemacht. Und von dem Punkt aus habe ich jetzt hier sozusagen so ein bisschen 5 cm. Und von dort aus mache ich mir so ein bisschen herzförmig, werde ich mir den Pinguin so ein bisschen folgend parallel zum Kopf gemalt werden. Ich zeige das mal so. Ja? Ist jetzt so ein bisschen folgend gemalt, so ein bisschen parallel dazu. Das mache ich von der anderen Seite auch. Das ist wie gesagt wie so ein Herz. Und von dort ziehe ich das Herz einfach weiter, wieder so ein bisschen folgend. So, ich zeige das mal. Das sieht wirklich so ein bisschen wie so ein Herz aus. Ja, und es ist immer hier so ein bisschen Abstand zum Kopf. Ja, und dann muss einfach nur noch der Bauch gemalt werden. Und den nimmt man einfach so und malt man sich einfach jetzt so einen Bauch. Einfach so einen ovalen, schönen Bauch. Und dann ist der Bauch schön gemalt. Und dann ist es auch eigentlich schon soweit fertig. Ja, und dann nimmt man einfach seine kleine spitze Schere und muss jetzt den Innenteil rausschneiden. Vorsichtig einpieken. Und einfach schön schneiden, ja? Einfach immer schön den Linien folgen und schön schneiden. So, einfach nehmen, ist manchmal hier ein bisschen dicker in der Mitte und dann einfach schön das Innenteil herausschneiden. So. Der untere Bauch. So, schön weiter. So. Und dann habe ich schon mal das Innenteil rausgeschnitten. Und jetzt muss ich es natürlich auch schon wieder zukleben. Dafür nehme ich mein Transparentpapier und nehme einfach gleich diese Schablone. Das ist wunderbar. Und nehme meinen Stift dazu und male sie mir jetzt ein bisschen größer ab. Ja? Einfach mit Abstand. Ein bisschen größer sich die Schablone nehmen als Vorlage, so und rundherum einfach den Stift nehmen und dann, das ist ja dann unsere Klebelinie, einfach so schön rum, frei mit der Hand, so. Und dann sieht es einfach so aus und dann schneide ich das halt wieder aus
So, einfach wieder nehmen. Und das ist jetzt natürlich etwas größer. Das einfach auch schnell abschneiden, alles hier wieder. So, so rundherum. So, immer aufpassen, dieses Papier ist wirklich etwas dünner, damit es nicht einreißt. So, und dann weiter. So, noch ein Stückchen. So. So, wenn ich das ausgeschnitten habe, dann müsste es jetzt perfekt auf die Mitte passen. So, einfach mal rauflegen. Ja, das ist ganz gut. Jetzt einfach wieder den Kleber nehmen und rundherum einfach den Klebstoff auftragen und dann einfach das Butterbrotpapier nehmen und es rauflegen und festdrücken, sodass es schön klebt. So. So, dann einfach schön nehmen, irgendwo einen Punkt finden, wo man anfängt und dann einfach wieder schön raufdrücken. So, einfach überall mal schön andrücken. So, und jetzt ist der Pinguin einfach auch schon wieder schön zugeklebt und ist jetzt wieder schön transparent. Und das Schöne am Butterbrotpapier ist, dass man wirklich mit Filzer draufmalen kann. So, was man möchte, wie man schön findet mit den eigenen Farben. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier dran arbeiten. Und zwar hinten an unserem Schwänzchen, damit die Teelichter da reinpassen. Das ist ganz einfach. Da haben wir nämlich jetzt diese Punkte hier von unseren Flügeln. Und wir machen uns einfach so circa mittig hier so einen Punkt. Ja, kannst du selber so mittig machen. Und diese Punkte verbindest du einfach schräg miteinander, so dass ein Dreieck entsteht. Ja? Einfach so ein Dreieck. Und dieses Dreieck muss einfach nur mit der Schere aufgeschnitten werden. Nimmst du wieder deine spitze Schere, vorsichtig einpieken. So, einfach hochschneiden. So, nicht bis ganz zur Ecke. Kleine Lücke lassen. So, die andere Seite genauso. So, und dann ist sozusagen das Schwänzchen schon fertig vom Pinguin. Ja, und dann kannst du einfach deine Teelichter reinstellen. Also ich habe bis zu 2 Teelichter reingestellt. Du kannst auch nur 1 reinstellen, ja. Und dann passt es hier einfach wunderbar rein. Ja, und kann dann gut leuchten. Ja, jetzt ist natürlich der Pinguin bereit, erstmal gestaltet zu werden. Das kannst du natürlich so machen, wie du möchtest. Und du weißt ja, wie immer bin ich voll neugierig, wie du deinen Pinguin gestalten wirst. Und deswegen schick mir doch bitte per E-Mail, also du machst ein Foto und packst es in die E-Mail und schickst es zu mir her. Und dann kann ich einfach deinen Pinguin präsentieren. Und zwar schickst du dein Bild unter dieser hier eingeblendeten E-Mail-Adresse zu mir. Und dann kann dein Pinguin, also dein Bild wird reingeschnitten in mein Video, natürlich präsentiert werden. Und alle Pinguine warten in meinem neuen Video mit herum und werden präsentiert und zeigen anderen, wie kreativ du bist und wie mutig du bist. Und dass es einfach klappt, dass man das gut nachbasteln kann. Darüber würde ich mich total freuen. Ja, wenn du einfach noch mehr Lust bekommen hast, mit mir zu basteln, dann geh doch mal auf meine Playlist Winter. Da gibt es auch noch tolle Ideen. Ja, oder abonniere doch einfach meinen Kanal, dann hast du immer die aktuellsten News von mir. Ansonsten würde ich mich natürlich über deinen Daumen nach oben sehr freuen. Mach's gut, bis dann. Ciao.